In diesem Beitrag möchte ich dir drei Top-Unternehmen zeigen, die sehr vielversprechend sich aufgestellt haben, um auf die aktuellen Bedürfnisse der Zeit einzuzahlen und demzufolge auch ganz, ganz tolle Entwicklungsmöglichkeiten haben. Bitte vorneweg, dies ist kein blindes Kaufe jetzt und werde morgen reich Video oder solche Sachen, sondern vielmehr soll es dir Inspiration geben, es soll dir eine Idee geben und es soll dir auch die Lust am Aktienmarkt geben, denn du kannst da wirklich tolle Gewinne machen, wenn du deine Hausaufgaben machst. Und deswegen nehme ich dich mit auf den Bildschirm, um dir diese drei tollen Unternehmen zu zeigen. Das erste Unternehmen ist nämlich die Aktie Karl Main Foods oder Karl Main, also ich bin mir nicht so richtig sicher, wie ich es aussprechen soll. Auf jeden Fall ist es ein Nahrungsmittelhersteller in den USA, ganz, ganz kleines Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von lediglich knapp 3 Milliarden US-Dollar. Das ist im Sinne ja, des Börsenhandels recht wenig. Und da ist es eben so, dass die Aktie so in 2021 bei um die 35 Dollar lag, über eine längere Zeit hinweg und dann sich aber ja, fast verdoppelt hat, schon ziemlich stark gestiegen ist, um jetzt wieder in die nächste Seitwärtsphase zu gehen. Und ich glaube, dass das eine tolle Möglichkeit ist, in der aktuellen Phase auch von der Inflation zu profitieren. Denn man muss wissen, Eier, also Karl Main ist sehr stark in der Eierproduktion tätig, hat einen extrem starken Preisanstieg gehabt und ich bin davon überzeugt, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Das heißt also, wir werden jetzt natürlich ein kleines Abflachen sehen, aber wir werden kein Zurückkommen, zumindest in kurzer Zeit, auf 2 oder 3%, die Zielmarken der Notenbanken weltweit ja sehen. Also das sehe ich also nicht und deswegen kann dieses Nahrungsmittelunternehmen da sehr, sehr gut darauf einzahlen. Und warum soll es nicht hier sich diese Story wiederholen? Ja, also diese Seitwärtsphase könnte auch hier jetzt wieder so sein, nur um dann wieder einen fulminanten Anstieg zu sehen. Dazu müsste es jetzt aber nachhaltig mal über diese 60, 65 Dollar ausbrechen. Hier vielleicht gegebenenfalls nochmal ein Stück weit auf der Seitenlinie bleiben. Aber auf jeden Fall auch die Watchlist nehmen, Leute. Ja? Und genauso wie das nächste Unternehmen, das ist nämlich das Unternehmen Clean Harbors. Ein ganz junges Unternehmen auch, das auch eine Marktkapitalisierung von 7,2 Milliarden hat und hier ganz interessant, ja, im Corona-Tief bei 31 Dollar war und seither einfach, kannst du sehen, hier eine 1 vorne dran, ist jetzt bei 133 Dollar, konntest also wirklich dein Geld, ja, ganz, ganz toll vermehren. Und sie machen also nichts anderes als die Müllentsorgung, ja, und da gibt es ja viele große Unternehmen wie Waste Management und auch andere. Republic Services, glaube ich, gibt es ja da auch noch, ne? Und da ist es ja so, wir werden in Zukunft mehr Menschen werden, die verbrauchen und all das. Und ich glaube eben, dass diese Dinge gekommen sind, um zu bleiben. Jetzt kurzfristig gehe ich davon aus, dass die Aktie sehr, sehr gut gelaufen ist. Schaut mal, von diesem Tief bei 111 auf 134. Ich gehe davon aus, dass die Aktie jetzt erstmal, wenn dann ein Plateau, ich gehe sogar einen Abverkauf, gerne auf 120, vielleicht sogar 110 zurück. Und dann kann man diese Aktie, wer langfristig daran interessiert ist, sich gerne nochmal anschauen. Genauso wie das nächste Unternehmen. Und das ist nämlich das Unternehmen Installed Building Products. Und das ist ein Bauträger oder auch der in dem Bereich der Bauträger, des Bauträgerwesens ist, auch in den USA. Und auch hier kein sehr großes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 3,2 Milliarden US-Dollar, zahlt aber auch Dividende, das ist ganz interessant und hat ganz gute Ergebnisse. Ja. Und wir alle müssen ja irgendwo sicherlich wohnen. Und ja, die Aktie hatte jetzt hier in 2021 ihren Deckel bei um die 140 US-Dollar. Da ist eben also zweimal dagegen gelaufen oder mehrfach hier in dieser Phase auch sogar und ist dann eben abverkauft worden. Von 140 auf ins Tief sogar 71, also hat sich halbiert. So, aber seither konnte sich die Aktie jetzt auch wieder gut erholen, auf 60% erholt, ja, hier jetzt eben 120 US-Dollar. Und auch hier sehe ich jetzt erneut irgendwie so einen kleinen Deckel drauf. Also ich sehe jetzt ja kein kurzfristiges Durchzünden auf diese 140 zurück, sondern kann mir so gut vorstellen, dass hier jetzt also ein
Tief gemacht wurde, dann ein Hoch, dann ein höheres Tief, ein höheres Hoch, um dann ein neues Tief zu machen, das dann aber im besten Fall unter dem alten Tief sein sollte, vielleicht bei 90, 100 US-Dollar und dann von da aus gerne wieder die nächste Reise antreten. Also hier jetzt bitte vorsichtig sein, denn blindes Nachkaufen oder auch tolle Unternehmen, lass es mich so nachsagen, tolle Unternehmen sind immer wieder auch teuer. Tolle Unternehmen sind immer wieder auch teuer und wir suchen ja die Unternehmen immer dann, wenn sie günstig sind. Und dazu möchte ich dich auch noch einladen, dir unser Tool anzuschauen, unser Aktienanalyse-Tool, welches du dir kostenlos herunterladen kannst. Geh hier bitte auf die Homepage, wir verlinken das auch unterhalb dieses Beitrags und dann kannst du dir das hier einfach zu dir nach Hause herunterladen, um dann eben genau herauszufinden, ist diese Aktie oder deine Aktie oder jede Aktie der Welt sogar jetzt gerade günstig oder teuer? Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Beitrag. Ciao.